Herr Fellmer, arbeiten Sie auch in Projekten mit Legasthenikern, sprich mit Leuten, die Lese-Rechtschreibschwächen haben? Sie haben auf der einen Seite ja tatsächlich Ihr sehr intensives Engagement in Sachen selbst Bücher publizieren. Sie schreiben Kinder- und Jugendbücher. Sind Sie auch fest involviert in Projekten speziell für Legastheniker? Ja, also jetzt nicht speziell für Legastheniker, aber für Menschen, die ja nicht ausreichend lesen und schreiben gelernt haben. Ja, sehr, sehr intensiv arbeite ich in dem Thema mit. Das heißt sogar auch nicht nur deutschlandweit, sondern auch inzwischen europaweit. Ich baue eine Vernetzung von Betroffenen und ehemalig Betroffenen mit auf und engagiere mich da auch mit ganz viel Herzblut, weil ich einfach inzwischen erleben durfte, wie viel Wirkung das hat, wenn Betroffene und ehemalig Betroffene sich für ihr eigenes Thema einbringen. Ich glaube, ganz egal, wer im Publikum sitzt, ob es jetzt selber Betroffene sind oder auch ein anderes Publikum da ist, wer kann das Thema authentischer vermitteln als jemand, der das selbst durchlebt hat? Und wir haben einfach erlebt, ganz egal, ob es Sensibilisierungsveranstaltungen für Menschen sind, die zum Beispiel in der AGE arbeiten und eventuell mit Betroffenen in Berührung kommen oder mit Lehrern, die in Förderschulen arbeiten oder in anderen Einrichtungen. Diese Menschen können das nur nachvollziehen und wirklich diese Beziehung zu dem Thema so aufbauen, wenn auch Betroffene oder ehemalige Betroffene ihnen das praktisch aufzeigen. Nahe bringen und eben auch Verständnis dann eben auch für diese Schwäche dann eben entgegenbringen. Ja. Ich habe noch zwei letzte Fragen und zwar, welche Leute, was ist Ihre Erfahrung? Sie sind ja regelmäßig an den VHS-Schulen, begleiten eben auch Leute auf dem Weg eben zur Alphabetisierung, sprechen den Leuten Mut zu, mit ihrer Lese-Rechtschreibschwäche tatsächlich eben sich bewusst auseinanderzusetzen. Jetzt haben wir aber natürlich eben auch in Deutschland nicht nur die Muttersprachler, die eine Lese-Rechtschreibschwäche haben, sondern eben auch Leute, die aus anderen Kulturkreisen nach Deutschland kommen und natürlich ganz automatisch eben eine Lese-Rechtschreibschwäche nicht aufgrund einer aufgrund äußerer Umstände haben, sondern ganz andere äußere Umstände, die eigentlich dazu führen. Genau. Ja, ganz genau. Wo sehen Sie die große Herausforderung für gerade eben Menschen mit Migrationshintergrund? Ja, es gibt sehr viele Schnittpunkte, wo einfach ganz, ganz vieles ähnlich gelagert ist, auch an der Problematik. Also im Prinzip ist es schon so, dass es ein anderer Ansatz auch ist und diese Menschen, weiß ich aus vielen Gesprächen, schämen sich zum Beispiel nicht oder häufig nicht so intensiv dafür, weil es auch einfach eher auf der Hand liegt, woher die Problematik stammt und wie das zustande kam. Ich denke mir, bei beiden Gruppen ist es ganz wichtig, dass gerade auch was das Lernmaterial anbelangt, dass man sich in den Lebenswelten der Menschen, für die es gemacht ist, bewegt. Ja, das ist also sehr nah am Lerner. Einfach ist. Und da hat es dann halt einfach auch diesen anderen Hintergrund, weil es auch Lernmaterialien sein müssen, die auch anderen kulturellen Hintergrund mit beleuchten. Ja? Woher kommen denn die meisten, aus welchen Ländern kommen denn die meisten, die, also Ihrer Erfahrung nach, die diese Kurse dann tatsächlich dann belegen? Haben Sie da... Das würde ich mir jetzt gar nicht anmaßen, da jetzt eine Aussage zu treffen, die jetzt so dann auch fundiert ist. Also das kann ich, glaube ich, jetzt an der Stelle gar nicht so tätigen. Ja, ist auch nicht schlimm. Schlimm ist allerdings, dass wir 7,5 Millionen Analphabeten in Deutschland haben. Ja. Die Dunkelziffer ist vermutlich sogar noch höher. Was möchten Sie anderen Analphabeten mit auf den Weg geben? Dass auch wenn der Weg lang ist und oft noch steinig ist, es nicht einfach ist, sich als Erwachsener zu alphabetisieren, dass es sich lohnt und dass ich wirklich nur jedem Mut zusprechen möchte, diesen Weg auf sich zu nehmen, weil man kann danach Dinge erleben, die man wirklich vorher nicht erahnt hat. Man hat einfach die Möglichkeit, in dieser Gesellschaft anzukommen. Ja? Und
auch zu erleben, wie reichhaltig eigentlich die Gesellschaft sein kann und all das, was wir hier machen können, wenn man alphabetisiert ist und dadurch einfach sein Potenzial auch endlich mal nutzen kann, was man ja einfach in sich trägt. Und verstecken musste zum Teil. Und oftmals vorher verstecken musste. Vielen Dank. Ich danke Frau Rehberger.